Ja, herzlich willkommen zum Handelsblatt Landstate in Innovation in der Energiebranche. Ich begrüße Sie herzlich im Rahmen der Innovation Week, die wir hier anlässlich unseres 75-jährigen Jubiläums veranstalten. Wir gucken keine 75 Jahre zurück, sondern 75 Jahre mindestens nach vorne. Wir freuen uns, dass Sie heute alle dabei sind, dass Sie uns zuschauen. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Ja, und wir möchten dann gerne das mit Ihnen unsere Mittagspause verbringen und schicken Sie uns Ihre Ideen. Wir streamen es auf LinkedIn, wir sehen es natürlich bei Zoom. Schicken Sie uns über das Fragentool Ihre Fragen rein. Wir versuchen das dann gleich mit aufzunehmen. Ja, wer kann Ihre Fragen besser beantworten als unsere heutigen Panelisten? Dabei ist Moritz von der Linden, der CEO von Marvel Fusion. Es ist dabei Arne Hauser, der Director Innovation von Uniper. Es ist dabei Sebastian Justus Schmidt, der Co-Gründer von Enapter, mein Kollege Jürgen Flauger und vor allen Dingen auch meine Kollegin Katrin Witsch, beide hier vom Handelsblatt ausgewiesene Energieexperten und Expertinnen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind. Hallo. Ja, ich Vielen möchte ganz Dank. kurz sagen, ich freue mich darauf, euch gleich erstmal, ich sage jetzt mal, die Bühne zu überlassen, indem wir einfach so ein bisschen, wie gesagt, es ist ein Landstate, das soll eine ganz entspannte Runde werden. Unterhaltet euch und dann werde ich irgendwann wieder dazukommen und die Zuschauerfragen mitbringen und bin bis dahin gespannt auf das Gespräch und ich übergebe an Katrin. Ja, wir haben ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Erstmal herzlich willkommen an die Runde und natürlich auch an unsere Zuschauer draußen. Und ja, wir wollen in die Zukunft gucken, nicht in die Vergangenheit. Das sagte meine Kollegin gerade schon. Und da bin ich neulich auf eine spannende Untersuchung gestoßen von den Future Clean Tech Architects im Auftrag von dem Weltwirtschaftsforum. Und da wurden mal ein paar Innovationen rauskristallisiert, die in der Wirtschaft selber für wichtig erachtet werden in den nächsten Jahren. Da kamen dann an Platz 1 bis 2030 tatsächlich CO2-freie Kraftstoffe, die Dekarbonisierung des Industriesektors und natürlich die Speicherfrage. Und ich würde gerne mal von unseren Gästen wissen, was für Sie die wichtigste Innovation in den nächsten 10 Jahren ist. Also wo muss jetzt besonders der Fokus drauf liegen? Ja, ich werde mal starten dann. Ich glaube, Sie haben die richtigen Punkte angesprochen für eine nachhaltige Umstellung der Industrie und der Gesellschaft auf ja, CO2-freie Verbraucher. Geht es um einmal natürlich Speichermedien, wie zum Beispiel Wasserstoff, viel diskutiert gerade. Aber um Wasserstoff herzustellen, brauche ich erstmal noch viel mehr Energie, als ich sie heute schon ohnehin nicht habe. Und deshalb ist für uns Mission, CO2-freie Energie in den Mengen zur Verfügung zu stellen, wie sie dann auch für die Speicherung letztlich gebraucht wird. Ja, jetzt aber unabhängig von der Fusionsenergie, wenn wir jetzt auf die nächsten 10 Jahre gucken, also aus Ihrer Sicht, was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was jetzt vorangetrieben werden muss? Ich glaube, das sind Dinge, die parallel vorangetrieben werden müssen. Ja, der Verbrauch steigt und ich denke, dass da wird das eine nicht ohne das andere gehen. Und insofern glaube ich, meine Aussage geht dahin, dass bisher ja viel über Wasserstoff gesprochen würde und wir sind ja mitten in der, sagen wir mal, Vorantreiben von Wind und Solar. Das ist alles sehr willkommen. Ich glaube, was in der Wasserstoffdiskussion bisher zu kurz kam, ist, dass man letztlich noch sehr viel mehr Energie braucht, um ihn herzustellen. Und insofern geht es um eine Parallelisierung dieser Bemühungen. Okay, Herr Hauner, Sie sind ja für die Innovation zuständig bei Uniper. Was glauben Sie denn oder wo sieht Uniper denn eine wichtige Innovation? Wo haben Sie rein investiert? Ja, wenn wir mal auf die nächsten 10 Jahre gucken, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine Energie haben, die das System füttert, die einen sehr geringen CO2-Footprint hat und dass wir über Effizienz nachdenken, natürlich auch unseren Energieverbrauch zu senken.
Und dann müssen wir natürlich aber auch überlegen, wie können wir diese Energie wirklich auch zu den Zeitpunkten, wo sie brauchen, bereitstellen, zu einem vernünftigen Preis. Und nicht zu vergessen natürlich auch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Das heißt, die Kombination, glaube ich, aus einem vernünftigen rechtlichen Rahmen, aus viel Technologieinnovation, die wir brauchen werden in den nächsten Jahren, und dann halt auch eine Kundenakzeptanz ist, glaube ich, so das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wir als Uniper, wir gucken uns natürlich viele Themen an, weil wir glauben, es gibt nicht die eine Lösung. Wir gucken uns das Thema erneuerbare Energien natürlich an, das heißt die Produktion aus Wind und Solar, aus Wasserkraft, die wir heute schon betreiben, und dann natürlich noch aufbauen Speichermedien. Und da gibt es vielfältige Ansätze. Wir haben in den letzten Jahren viel über Batterien gesprochen, um kurzfristige Speichermedien zur Verfügung zu stellen. Sehr, sehr wichtiges Element der Energiewende, aber natürlich dann auch, um saisonal auszubalancieren, das Thema Wasserstoff und auch Wasserstoff als Energieträger, der sich dann in die Industrie integrieren lässt. Das heißt, eine Menge an Innovationen liegen vor uns. Viele sind schon vorhanden, aber ich glaube, an vielen müssen wir noch arbeiten. Und ich glaube, da haben heute zwei Kollegen in der Runde, die das gerade auch mit tollen Fortschritten machen. Ich wollte gerade sagen, klang wie ein perfekter Übergang für Herrn Schmidt. Ja, also ich finde die Aussagen interessant, von die gekommen sind aus der Wirtschaft, weil was wir sehen ist, dass der Druck aus von der Industrie und zwar vor allen Dingen auch mittelständischer Wirtschaft viel größer ist und tatsächlich ernste Bemühungen von vielen, vielen Unternehmen sind, die Energiewende ernst zu nehmen und auch tatsächlich den Wandel zu initiieren, also mit großem Aufwand Solardächer auf ihre Werke bauen und vieles tun. Aber natürlich, lieber Moritz, ich kann natürlich dazu sagen, dass die Energie muss natürlich auch dazu geschaffen werden. Also darüber diskutieren ja auch alle, die sagen, Mensch, grüner Wasserstoff, das kann ja gar nicht so schnell werden, weil wir ganz einfach noch nicht so viel überhaupt Renewables haben. Aber Tatsache ist, dass wir in Deutschland große Mengen von Renewables immer noch abschalten, und zwar in gigantischen Größenordnungen. Ja. Wir haben in unseren Stromnetzen 30% mehr Strom, als wir wirklich benötigen. Also es gibt eine ganze Menge, bevor wir sagen, da fehlt was, da gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, wo wir ganz einfach noch nicht kreativ genug waren, die wir erstmal ausschöpfen müssen. Und ich sehe da eigentlich, ich bin ein Optimist. Ich glaube, dass wir schaffen die Energiewende, wenn alle sich am Riemen reißen und keine halben Sachen machen. Was glauben Sie denn, wann wir einen großflächigen Einsatz von Wasserstoff haben? Ich spreche von grünem Wasserstoff. Also es gibt ja diese Wasserstofflüge, sage ich mal. Ich springe jetzt einfach mal rein. Das ist ja in den letzten Tagen als Diskussion vorangekommen. Ja, wir haben beim Monitor. Wir können es ruhig erwähnen. Ich wäre sonst später drauf zu sprechen gekommen, aber reden Sie erstmal weiter. Ja, wir sprechen von grünem Wasserstoff. Und ich glaube, ich sehe die Preisankündigung. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit der EEG-Kommissarin und da waren die wesentlichen Wasserstoffvertreter drin und gehen alle davon aus, dass ab 24 1,50 Euro pro Kilogramm CAPEX realistisch ist. Und dann wird es interessant auch in unseren Energienetzen. Also das handelt sich um wenige Jahre. Ich würde das Thema gerne kurz aufgreifen, und zwar, Herr Hauner, primär ging es in dem Beitrag ja darum, dass gerade Unternehmen, die mit Gas zu tun haben, den grünen oder den grauen Wasserstoff, der ja aus Erdgas hergestellt wird, gerne mal als grün verkaufen und die ganzen Pipelines, die jetzt gebaut werden für den Wasserstoff, eben hauptsächlich von grauem Erdgaswasserstoff gefüllt werden. Wollen Sie vielleicht dazu kurz was sagen? Es war ja schon eine heiße Debatte in den letzten Tagen in den sozialen Medien. Ja, Wasserstoff ist tatsächlich, da haben wir den Regenbogen an Farben mittlerweile, was es alles für verschiedene Produktionsmethoden gibt. Ich glaube, wenn wir wirklich diese extreme Herausforderung angucken, eine Wasserstoffinfrastruktur und auch eine Wasserstoffökonomie aufzubauen, glaube ich, sollte man momentan nicht in Tabus denken, weil die Herausforderung schon sehr groß wird. Ich glaube, der graue Wasserstoff, der tatsächlich fossil produziert wird, ganz klare Frage, der hat einen CO2-Footprint und der wird nicht die Lösung sein. Aber ich glaube, es gibt auch Ansätze, die interessant sind und wir gucken uns das auch an, Wasserstoff zu dekarbonisieren, indem man das entstehende CO2 halt auffängt und dann in der Nutzung zuführt oder auch dieses CO2s umsetzt. Ich glaube, das kann auch natürlich ein Instrument sein, weil wir natürlich bei dem blauen Wasserstoff auf einer Commodity aufsitzen, die hoch verfügbar und kostengünstig ist. Das Erdgas ist heute etwas, was das System zum großen Teil trägt. Und wenn wir dieses Erdgas dekarbonisieren können,
und damit schon kurzfristig auch Volumina zu einem günstigen Preis bekommen, ist es, glaube ich, trotzdem etwas, was sehr gut im Lösungsportfolio auch untergebracht werden kann. Wir haben die zweite Möglichkeit, die auch sehr interessant ist, der sogenannte türkise Wasserstoff, das heißt, über eine sogenannte Gasspaltung zu agieren. Das heißt, das Methan nicht aufzuspalten in Wasserstoff und CO2, sondern in Wasserstoff und festen Kohlenstoff. Und das ist natürlich auch ein spannender Ansatz, der gerade in der Entwicklung ist, zu sagen, wir haben dann nicht ein CO2, was wir handeln müssen, sondern einen festen Kohlenstoff, der viel besser noch gelagert werden kann, sodass sozusagen keine zusätzlichen CO2-Emissionen entstehen. Von daher glaube ich ganz wichtig, dass wir nicht in Tabus denken, sondern die Farbenlehre uns genau angucken und die verschiedenen Vor- und Nachteile. Und ich glaube dann im sogenannten Endgame, wenn wir wirklich über die Zukunft sprechen, wo wir einen hochverfügbaren erneuerbaren Strom haben oder auch einen Low-Carbon-Strom aus Fusion oder anderen Technologien, ich glaube, dann ist natürlich die Elektrolyse und die Wasserspaltung der Ansatz, der durchsetzen wird. Aber bis dahin müssen wir natürlich auch über Brücken nachdenken, um diesen Aufbau der Infrastruktur überhaupt erstmal hinzubekommen. Wann glauben wir denn ist? Ja, bitte. Wann kalkuliert denn eigentlich Uniper damit, dass Wasserstoff mal ein Geschäft sein kann? Also wann glauben Sie, dass Sie aus dem Projektstadium raus sind und Wasserstoff zu einem Geschäft machen können? Ja, ich glaube, was wir gemacht haben als Uniper, wir haben sehr gut angefangen, auch ohne Geschäftsmodell, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen einfach mal einen Anfang machen. Haben in 2012 schon die erste Anlage investiert, sind da eigentlich in Vorleistung gegangen. Und ich glaube, die Frage, wann sich das wirklich als Geschäft trägt, kann man eigentlich auch nur verknüpfen mit den politischen Rahmenbedingungen. Weil diese neue Commodity ist nicht bekannt im System. Das ist etwas, was neu ist, wo die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht drauf aufgesetzt haben. Von daher sind wir jetzt auch in der Diskussion natürlich, was brauchen wir für Voraussetzungen, um hier wettbewerbsfähig auch ein Geschäft zu haben. Und wir denken, dass das bis Mitte zu der Dekade auch möglich sein wird, wirklich tragbare Geschäfte zu generieren. Vielleicht darf ich kurz auf meine beiden Vorredner eingehen. Ich glaube, das ist alles richtig. Ich glaube, wir müssen den Blick noch mal ein bisschen, die Linse ein bisschen anders fokussieren auf die nächsten 30 Jahre. Und wir müssen sie vielleicht auch fokussieren auf das, was so außerhalb von Deutschland passiert, aber auch eben, was wirklich an Mengen gebraucht wird. Wir haben uns gemeinsam mit BASF, die ein Top-Energieteam haben, angeschaut, wie sich die chemische Industrie entwickelt. Da gibt es eine Studie vom VCI aus 2019. Wenn wir nur die chemische Industrie nur in Deutschland dekarbonisieren wollen, dann müssten wir den jetzigen Komplett-Energiebedarf von Deutschland schlichtweg verdoppeln. Und da ist noch nicht Zement drin, noch nicht Aluminium, noch nicht Stahl, Transport, Verkehr, nichts von alledem, nur die Chemie. Es ist prognostiziert, dass die erneuerbaren Energien, deren Ausbau ja sehr willkommen ist, in den nächsten 30 Jahren in den besten Szenarien, egal welche Studie Sie da nehmen, wir haben jetzt gerade hier mal die Uni Köln bemüht, im besten Case werden die 50% des Energiebedarfs liefern können und wie wir wissen, auch nicht als verlässliche Grundlast, sondern eben mit entsprechenden Schwankungen, was hoffentlich über Speichermedien zunehmend besser abgefedert werden kann. Aber schlichtweg, die Menge ist nicht hinreichend und wenn man den Fokus auf den Weltbedarf bezieht, dann sieht es noch schlechter aus. Das heißt, wir brauchen Innovationen im Bereich der CO2-freien Energieherstellung, die in der Lage sind, Energie mit der entsprechenden hohen Dichte herzustellen. Und auch wenn wir möglicherweise sagen, dass Kernspaltung ein Verfahren ist, was es gibt, das CO2-frei ist, dann muss man eben doch die kommerzielle Tragfähigkeit mit Lagerung, Überwachung des nuklearen Mülls und der Risiken, die der Betrieb von solchen Kraftwerken innehat, sagen, das ist eigentlich kein Modell für die Zukunft, aber etliche Länder gehen eben genau diesen Weg, um klimaneutral Energie erwirtschaften zu können. Wir sind mit Marvel Fusion angetreten, um Fusionsenergie mit dem Treibstoff Wasserstoff, Proton und Bohr-11 möglich zu machen, der keinen radioaktiven Abfall hinterlässt und wo wir jetzt mit der Technologie an einem Stand sind, wo das in greifbarer Nähe gerückt ist. Und wir sind der Meinung, dass bevor die Welt sich der Kernspaltung wieder zuwendet,
muss das ein Versuch wert sein, mit den besten Wissenschaftlern in diesem Bereich Fusion möglich zu machen. Herr von der Linden, ich muss jetzt mal fragen, was bezeichnen Sie denn als greifbare Nähe? Was heißt das? Wir planen in etwa 2 bis 3 Jahren Nettoenergiegewinn zeigen zu können, indem wir eine bestehende Laseranlage umbauen. Das Verfahren funktioniert so, dass ein hochintensiver Laser Energie in einem kleinen Kügelchen deponiert, das den Treibstoff enthält und hierüber Fusionsbedingungen schafft. Das bisherige Problem, warum Fusion noch nicht funktioniert hat, sind die extrem hohen Temperaturen, die benötigt werden und die dadurch verursachten Turbulenzen in dem Plasma. Das heißt also diese Atomkern-Elektronensuppe, in der Fusion stattfinden soll. Und wir umgehen diese Turbulenzen, indem wir den Prozessablauf extrem verkürzen. Das heißt, unser Prozess läuft in Billionstel von Sekunden ab, von einer Sekunde ab. Das heißt, Turbulenzen können nicht entstehen. Und dieser Weg hat sehr, sehr gute Ergebnisse jetzt gezeigt in Computermodellen und in den ersten Experimenten. Jetzt geht es darum, dass wir einen Laser so adaptieren, dass er die Anforderungen der Physik erfüllt. Und hier okay, ich muss jetzt mal unterbrechen, weil wir reden noch von einer reinen Theorie. Ne? Es ist ja nichts. Nein. Also Fusionsreaktionen wurden schon experimentell vielfach nachgewiesen. Ja, ich meine bei Marvel Fusion. Ich meine die spezielle auch, Fusion, die wir verfolgen. Auch wir haben es schon experimentell gezeigt. Der Clou ist natürlich, dass sie mehr Energie rauskriegen, als sie reinstecken. Und das ist der nächste entscheidende Schritt. Das, denken wir, ist 2 bis 3 Jahre weg. Ein kommerzielles Kraftwerk wollen wir in 10 Jahren zur Prototypreife bringen und mit den entsprechenden Leitplanken der kommerziellen Tragfähigkeit. Denn es ist auch klar, dass das nur dann funktioniert, wenn wir skalierbar sind und zum Beispiel die Preisvorgaben von Solar und Batterie mitgehen können. Das muss das Ziel sein. Herr Hauner, nehmen Sie bei Uniper Fusionstechnik ernst? Also wäre das etwas, würden Sie einen Fusionsreaktor kaufen in 10 Jahren? Ja, natürlich nehmen wir das ernst. Also ich glaube, wir nehmen gerade alle Lösungen ernst, die wirklich helfen können, diese Energietransition hinzubekommen, die Energiewende. Natürlich sind wir als Uniper nicht wirklich der Technologieentwickler. Wir sind Technologieanwender. Wir versuchen sozusagen eine auf Basis von relativ reifer Technologie natürlich Geschäftsmodelle zu etablieren, um dann die auch den Kunden bereitzustellen. Von daher gucken wir uns das an und ich begrüße auch solche Innovatoren und Pioniere. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt brauchen, auch in Deutschland. Leute, die in neuen Lösungen denken und wirklich auch Unternehmertum zeigen, hier nach vorne zu schreiten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, auch die Lösung schnell zur Verfügung zu haben, weil wir natürlich jetzt auch ein Thema haben, das wir angehen wollen. Von daher bin ich total froh, wenn diese Lösungen sich schnell etablieren und auch in den Lösungsraum mit aufgenommen werden können, wohl wissend, dass wir natürlich auch eine Konkurrenzfähigkeit brauchen. Wir sind technologieoffen als Uniper, das heißt, wir haben da keine Tabus. Das heißt, man muss, wie es gerade auch gesagt wurde, eine Konkurrenzfähigkeit aus Erneuerbaren plus Speicher versus Fusionstechnologie natürlich auch hinbekommen. Aber dann sind wir offen für sowas. Aber momentan sehen wir leider keine Ansätze, die sich schnell in den Markt integrieren lassen und dann auch sozusagen bei den aktuellen Herausforderungen helfen können. Aber wir hoffen natürlich, dass die Fortschritte schlicht beschleunigen, sodass wir ein weiteres kleines Puzzlestück für die Energiewende auch zur Verfügung haben. Wie schätzen Sie das, Einer Schmidt? Ja, also ich würde es heute bestellen, wenn es mir in 10 Jahren ausgeliefert würde. Schicken Sie mir einfach mal das Bestellformular rüber. Ist das richtig? Also ich glaube absolut daran. Ich denke, dass wenn wir sowas hätten wie so ein Manhattan-Projekt, dann mit den klügsten Köpfen der Welt, die sich darauf spezialisieren würden, dann ist das wirklich auch in irgendeiner ganz konkreten Reichweite zu machen. Ja. Also schönes Stichwort, denn wir sind gerade dabei, Partner für so ein Manhattan-Projekt zu suchen, vor allen Dingen in Deutschland und in Frankreich. Wir wollen gezielt ein europäisches Manhattan-Projekt daraus machen. Denn ich glaube, die Welt hat ein Interesse, dass die Kommerzialisierung der Fusionsenergie in Europa stattfindet und nicht in China und nicht in den USA. Und wir sprechen mit führenden Industriepartnern zurzeit, die uns helfen werden,
mit ihrer Expertise dann einen solchen Prototyp auch umsetzen zu können. Und ich glaube, gerade deutsch-französische Partnerschaften haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie liefern können. Und wir setzen darauf, dass wir mit solchen Partnern dann erfolgreich sein können. Und ja, lieber Sebastian, du wirst nicht überrascht sein. Es ist auch ein großer Wasserstoffhersteller dabei, der als möglicher Pilotkunde dann seine Anforderungen mit in das Projekt dort reingibt. Wie heißt nochmal Atomenergie aus Wasserstoff? Das ist Pinker, ne? Glaube ich. Es gibt ja für alles. Pink oder Gelb. Ja, wird gerade ein bisschen diskutiert. Genau. Ich würde gerne mal, weil Sie ja alle drei eigentlich perfekt für diese Frage sind, unabhängig nur von der Fusionsenergie, wie sehen Sie eigentlich die Innovationsbereitschaft in der deutschen Energiewelt? Also auch natürlich aus Uniper-Perspektive, aber gerade weil wir hier zwei Startups oder zwei junge Unternehmen haben, ich weiß nicht, ob Enapta noch ein Startup ist, aber wie sehen Sie das hier in Deutschland? Wird das gut angenommen? Ist man da mit offenen Armen? Wie sieht es auf der Investitionsseite auch aus? Ist genug Geld da? Also ja, bitte. Ja, nee, also ich sage nur, wie es bei uns ist. Im ersten Quartal haben wir 152 Elektrolyse ausgeliefert in 17 verschiedene Länder an knapp 40 Kunden, soweit ich jetzt das gesehen habe auf der Liste. Also es passiert tatsächlich was und wie Sie sehen, passiert es auch zum großen Teil außerhalb von Deutschland und außerhalb der deutschen oder der europäischen Förderlandschaft. Also ich drücke also die Daumen, dass sowas wie Zukunftsträchtiges wie Fusion irgendwie auf die Beine kommt. Aber ich sehe schwarz, wenn ich mir im Augenblick angucke, die Diskussion, die wir führen über Artikel 20a, wo jetzt das Bundesverfassungsgericht auch mal gesagt hat, hallo, wir machen unsere Gesetze nicht so, dass sie tatsächlich zukunftsfähig sind. Oder wenn wir jetzt uns angucken, diese neuesten Dinge, die auf der europäischen Seite passieren, wo man versucht tatsächlich auch blauen Wasserstoff, also den Wasserstoff, der im Grunde CO2 irgendwo dann abspeichert, irgendwo, also den Müll trotzdem irgendwie produziert, als grün zu definieren, da sehe ich natürlich schwarz. Also wir sollten ganz klar sagen, was uns die Zukunft bringt und was uns nicht die Zukunft bringt. Radioaktive Abfälle ist perfekt. Herr Hauner, da müssten Sie jetzt aber eigentlich widersprechen, oder? Weil Sie haben augenscheinlich zwei unterschiedliche Auffassungen von Innovationen. Also Uniper setzt auch auf blauen Wasserstoff unter anderem. Ja, ich glaube, wir sind sehr, sehr nah am Kunden und insbesondere natürlich an der großen Industrie, die wir heute schon versorgen, nicht nur ehrlich. Und in den Gesprächen mit den Kunden sieht man natürlich, dass das Thema extrem ernst genommen wird und dass da auch die Industrie natürlich Fortschritte machen möchte. Aber immer die Balance natürlich ist wichtig zu finden aus einem geringen CO2-Fußabdruck, der natürlich sehr, sehr stark jetzt im Fokus steht, aber gleichzeitig auch die Versorgungssicherheit zu haben und auch eine gewisse Preisstabilität, weil viele dieser Unternehmen sich im globalen Wettbewerb befinden, mit globalen Produkten handeln. Das heißt, wir brauchen da natürlich auch eine gewisse Investitionssicherheit, wenn es um Technologiereife geht und natürlich auch eine gewisse Bezahlbarkeit, um die Industrie zu erhalten. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, nicht zu ideologisch zu sein, sondern wenn ein Produkt helfen kann, den CO2-Fußabdruck zu senken und gleichzeitig aber auch eine kontinuierliche Versorgung ermöglicht und eine gewisse Preiskonkurrenz auch, dann sind die Industriekunden für solche Lösungen natürlich offen. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Was ist das Ziel, CO2 zu senken und dann wirklich auch offen darüber zu diskutieren, welche Elemente können wir in welcher Zeit eigentlich dazu beitragen? Und da haben wir das Thema natürlich mit dem grünen Wasserstoff, wir haben es vorhin angesprochen, dass heute natürlich wir in Konkurrenz auch um erneuerbaren Strom sind. Das heißt, jeden neuen Stromerzeuger, den wir ans Netz bringen, der könnte gegebenenfalls auch anderen, vielleicht effizienteren Senken etwas wegnehmen. Und ich glaube, um diese Brücke zu bauen, zu einem System, wo wir dann wirklich sehr, sehr viel erneuerbaren Strom haben, ist, glaube ich, auch das Thema Wasserstoff ein Lösungsweg, den man auf jeden Fall mitdenken und auch angehen sollte. Moment, meine Kollegin Ina Karabas wollte kurz sich dazuschalten und die Runde damit erweitern. Ich wollte nur kurz auf die Frage noch eingehen, wenn ich darf. Ganz herzlichen Dank, aber genau, machen Sie gerne. Ich sage dann sofort, worum es mir geht. Gerne kurz, ja. Ich glaube, die Innovation, die wir brauchen, muss von Gesellschaft, Politik und Industrie getragen werden. Und ich glaube, wir haben in Europa eine riesengroße Chance, uns damit wirklich weltweit führend zu positionieren bei der Umstellung unseres
Planeten bei unserem Verbrauch auf CO2-freie Energie. Und ich glaube, Ihre Frage zu beantworten, möglicherweise haben die Dinge etwas länger gedauert, aber ich glaube, sowohl die Bundesregierung als auch die EU haben gezeigt, dass sie handeln können. Wir haben jetzt einen Deep Tech Fonds, der genau in solche Ansätze wie uns investieren soll. Die EU hat jetzt ein Riesenprogramm aufgesetzt, das auch speziell in den Energiewandel investieren soll. Und ich denke, wenn wir jetzt in der Lage sind, ein solches Manhattan-Projekt für Fusionsenergie kombiniert mit Wasserstoffherstellung investieren, die führenden Köpfe zusammenbringen, von denen ich sagen würde, eine Reihe haben wir schon bei uns, aber auch eben die entsprechenden Partner, die das glaubwürdig umsetzen können, dann werden wir auch in der Lage sein, diese große Chance für Europa und für die Welt nutzen zu können. Hm. Ganz herzlichen Dank. Da komme ich, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es mehren sich die Fragen und eine Frage wird tatsächlich von einigen gestellt. Deswegen möchte ich die gerne an der Stelle jetzt auch nochmal stellen, weil ich glaube, dass es auch irgendwie durchaus Diskussionspotenzial hat. Und zwar, das Handelsblatt hatte neulich einen großen Wochenendtitel, der nannte sich die Stromlücke. Und da beziehen sich relativ viele Fragen drauf, vor allen Dingen, die interessieren die meisten, die Einschätzung von Ihnen. Liebe Katrin, lieber Jürgen, wer von euch möchte denn einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Titel ging, für die, die es nicht gelesen haben sollten? Kann ich mal kurz machen. Also, du sagst ja Stromlücke, wir haben es abgeändert in der Überschrift zur Stromlüge. Eigentlich eine Sache, die relativ auf der Hand liegt. Also der Stromverbrauch wird definitiv steigen. Also beziehungsweise wir sollen ja alle sparsam sein, wir sind alle haben effiziente Kühlschränke zu Hause, wir sollen Energie sparen, aber im Strombereich ist es eigentlich klar, dass wir immer mehr Strom verbrauchen, weil wir auch immer mehr Sachen mit Strom machen, die wir bisher anders gemacht haben. Autos zum Beispiel, was weiß ich. Wenn wir demnächst nicht mehr mit Benzin und Diesel fahren, sondern Elektroautos. Wir verbrauchen Strom. Die Industrie, das Stichwort Wasserstoff fiel schon, das heißt, die Industrie kann nur klimafreundlicher werden, wenn sie Wasserstoff einsetzen. Um die Wasserstoff zu produzieren, brauchen wir Strom. Wenn wir zu Hause sind und klimafreundlicher werden wollen, müssen wir Ölheizungen mit Wärmepumpen ersetzen. Strom, das heißt, der Stromverbrauch wird steigen. Und die Frage ist halt, inwiefern wir überhaupt, weil wir ja auch nicht nur schmutzigen Strom haben wollen, sondern grünen, sauberen Strom, sind wir in der Lage, genug erneuerbare Energien zu haben, um eben zu machen. Und wir behaupten eben nach den jetzigen Planungen, und das ist eben die, in Anführungszeichen, Stromlüge, beruht auf den Prognosen der Bundesregierung, wo halt auch die Förderung ausgelegt ist, es wird nicht genug erneuerbaren Strom geben, um eben genau das zu schaffen, und werden unsere Ziele verfehlen. Da interessieren jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer die Einschätzung auch unserer Experten. Herr von der Linden, Sie nicken schon. Was sagen Sie denn dazu? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Nochmal, Ausbau sehr willkommen, auch Wasserstoffstrategie sehr willkommen. Aber wir werden bei weitem nicht den Energiebedarf erfüllen können, den wir in den nächsten 30 Jahren haben. Und was mir insbesondere wichtig ist, wir werden das Klima nicht in Deutschland ändern. Wir werden das Klima nur insgesamt weltweit ändern können. Und weltweit sieht es noch viel dramatischer aus, wenn wir nach Indien schauen. Die werden, ich glaube, 2027 China als bevölkerungsreichste Nation ablösen. Unglaubliche Industrialisierung. Die haben 5 Jahre Monsun, da regnet es still und leise vor sich hin. Da habe ich keinen Wind, da habe ich kein Solar. Und wir brauchen eine Lösung für diesen Planeten. Und im Moment sind etwa 19 Terawatt Leistung auf dem Planeten installiert. In 30 Jahren werden 60 Terawatt gebraucht. Aber in den 60 Terawatt ist noch nicht die Dekarbonisierung der Industrie enthalten. Und das ist der wesentliche CO2-Emittent auf diesem Planeten. Nur das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg produziert 20 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Und glaube ich, brauchen eine Innovation für diesen Planeten, die CO2-freie Energie ohne radioaktiven Abfall schaffen kann. Und das muss das Ziel sein. Noch eine Zahl dazu. 400 Kilogramm unseres Treibstoffs. Das heißt, das kriegen Sie in Ihren Pkw.
betreiben unser Kraftwerk im Jahr. Das ist äquivalent von 2,4 Milliarden Kilogramm Kohle mit einem Ausstoß von 4,5 Milliarden Kilogramm CO2. Mhm. Okay. Herr Schmidt, Sie lächeln auch schon, Sie haben auch was gesagt. Und Herr Hauner möchte ich dann hinterher auch noch zu seiner Einschätzung fragen. Sie sind der Einzige, der eben nicht ad hoc genickt hat, also der nicht sofort genickt hat. Würde mich interessieren, Sie vielleicht eine andere Meinung zu haben, aber erst Herr Schmidt. Ja, wir haben den Artikel natürlich alle gelesen. Das ist, freuen wir uns drüber. Ja, da gab es eine sehr unterschiedliche Auffassung. Also Tatsache ist, wir haben ungefähr in unserem Energiemix da ungefähr ein Drittel ist in Elektronen, also elektrisch, und ungefähr zwei Drittel ist in Molekülen, also ungefähr als Kraftstoffe in unserem deutschen Energiemix, soweit ich die letzten Zahlen gelesen habe. Und aufgrund der Elektrifizierung wird wahrscheinlich ein Teil aus diesem Fossil-Fuel-Bereich jetzt dann tatsächlich gehen in die Elektrizität. Und da stellen sich natürlich große Probleme. Aber wie gesagt, wir reden über diese ganz großen Probleme, aber vergessen so ganz kleine Sachen, zum Beispiel, dass immer noch Windkraftwerke in großen Mengen bei uns abgeschaltet werden, dass Solarparks tatsächlich auch keine Energie mehr liefern, obwohl sie genügend haben. Wir sprechen immer nur dafür, dass wenn es dunkel ist und wenn man sie gerade braucht, sie keine Energie liefern, aber dass wir sie sonst abschalten, darüber spricht keiner. Also lassen Sie doch erstmal diese kleinen, einfachen Dinge, dass wir tatsächlich genügend Energie im Augenblick da haben und die nicht nutzen lassen, lassen Sie uns doch erstmal dieses Problem lösen. Ja? Also Indien ist ein gutes Beispiel. Ich kenne Monsunregen sehr, sehr gut. 10% des indischen Stromhaushalts werden mit Dieselgeneratoren erzeugt. Das sind dezentrale Anlagen, die dort stehen, weil eben auch der Strom dezentral ist. Wir haben in Afrika energiereiche Länder wie Nigeria, die 60% keinen Strom haben. Also 200 Millionen Menschen davon, oder 40%, ich glaube 80 Millionen Menschen, ja genau, 40, da hat ungefähr die Hälfte der Bevölkerung keinen Stromanschluss. Wir wundern uns, warum wir so viele Leute nach Europa bekommen und geben denen keine Möglichkeit, Energie vor Ort zu erzeugen, weil es vielleicht, und das ist nicht die Energieerzeugung, weil Solar ist günstig, es geht um die Energiespeicher und um die Dezentralität. Wir können 20% der Bevölkerung mit Strom versorgen, wenn wir es schaffen, günstige Stromspeicher dezentral aufzubauen. Und das ist auch ein Weltproblem, ja. Also und da wird natürlich auch da entsteht auch CO2. Wir müssen nicht unbedingt zum Kraftwerk in Thyssen gehen, ja. Also die CO2-Belastung ist weltweit und wir haben die Chance, was zu tun. Das Kraftwerk von Thyssen ist natürlich näher dran, das muss man sagen. Und deswegen vielleicht uns dann doch ein bisschen, nicht nur geografisch, sondern vielleicht auch so einmal näher. Es kommen weitere Fragen, weil diese Stromlücke interessiert viele. Auch die Frage, ob man dann Strom nicht importieren müsste, was das bedeuten würde. Aber Herr Hauner, wir möchten gerne natürlich auch irgendwie erstmal nochmal Ihre Einschätzung hören. Ja, ich glaube auch, dass wir da auf ein Problem zulaufen, weil wir daher wieder über neue Lösungen nachdenken müssen. Natürlich sehen wir den Trend der Elektrifizierung und das ist auch sehr gut und sehr richtig, weil das eine sehr effiziente Art der Nutzung ist und weil wir direkt auf diesem erneuerbaren Strom aufbauen können. Das sehen wir in der Mobilität und das sehen wir auch in der Wärme. Wir haben dann aber tatsächlich das Thema der Intermittency, das heißt der Verfügbarkeit dieses erneuerbaren Stroms und des zusätzlichen Strombedarfs. Das heißt, ich glaube auch, dass wir natürlich Grenzen haben, Ausbaupotenziale in unserem Heimatland, in Deutschland. Das sind halt auch gesellschaftliche Barrieren, weil halt vor der Haustür nicht jeder eine Stromerzeugungseinheit haben möchte. Von daher glaube ich, dass wir auch weiterhin Strom importieren müssen. Und das ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Große Stromautobahnen, wir hatten damals mal Desertec, das ist nicht wirklich gut gelaufen. Das heißt, wir müssen andere Wege überlegen. Und da kann natürlich der Wasserstoff oder wasserstoffbasierte Trägermedien eine Lösung sein. Das heißt, auch wir als Uniper gucken uns an, ob wir nicht die Importinfrastruktur, die wir über Pipelines heute beim Erdgas haben, nicht umwidmen können, auch für das Thema Wasserstoff. Und damit sozusagen mit Ländern kooperieren, die vielleicht bessere Energievorkommen auch haben, die exportierfähig sind. Die gucken uns natürlich auch den Seeweg an. Das heißt, dass wir wirklich da in Regionen, die sehr remote sind, Skandinavien oder auch Australien, Südamerika, wo wir hochverfügbare erneuerbare Strompotenziale haben, die umzuwandeln. Stichwörter können dann synthetisches Kerosin sein oder Methanol oder Ammoniak, um dann Trägermaterialien mit einer einigermaßen hohen Energiedichte zu haben, die dann sozusagen eine Lücke im Strombedarf auch decken können. Vielleicht noch ein Kommentar zu diesem Überschussstrom. Ich finde die Diskussion, die ist sinnvoll und richtig. Was wir festgestellt haben, dieser Überschussstrom,
der tritt leider sehr, sehr verteilt im Netz auf und auch nicht immer zu sehr, sehr vielen Stunden. Das heißt, wenn man diesen Überschussstrom einsammeln möchte, braucht man sehr, sehr viele Anlagen, die aber leider dann sehr kurz nur laufen. Und das heißt, das würde natürlich zu sehr, sehr hohen Systemkosten führen. Das heißt, ja, wir sehen Überschussstrom, aber diesen wirklich verfügbar zu machen, wird sehr, sehr teuer werden und damit ein Gesamtsystem auch sehr, sehr teuer machen für den Endverbraucher. Eigentlich wollen wir sozusagen grundlastfähige Strom haben, der dann sozusagen den Wasserstoff produzieren kann. Und das ist leider heute auch mit Überschussstrom nicht immer möglich. Also ich muss mal kurz einhaken bei diesem Importmärchen, denn wir werden in 20 Jahren schon über 500 Terawattstunden Wasserstoff benötigen. Das ist ehrlich gesagt völlig illusorisch, dass es importiert wird. Zweitens machen wir uns komplett abhängig. Wir werden in 2 Jahren schon mehr importieren, als wir selbst herstellen, worüber die Politik nicht gerne redet. Das ist eben Nuklearstrom aus Frankreich, das ist aber auch Kohlestrom aus Polen und das ist auch Teil dieser von Herrn Flauger angesprochenen Lüge, die im Moment hier gerne erzählt wird. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir uns hier solche Geschichten erzählen, die in den nächsten 30 Jahren das Problem schlichtweg nicht lösen werden. Mhm. Ja, also das, ja. Bitte, nee, Katrin, ich wollte dich gerade fragen nach deiner Einschätzung. Ich wollte nur sagen, dass man das auch viele Menschen über die Fusionsenergie sagen würden. Aber das Ding ist doch eher, wir haben schon immer Energie importiert. Also wenn Sie jetzt sagen, das steigert die Abhängigkeiten mit Blick auf Strom, wenn wir jetzt eben mehr Stromverbrauch haben und deswegen am Ende genauso viel Energie importieren müssen wie jetzt, nur in Stromform, dann ist das zwar nicht gut und ob wir das schaffen, sei mal dahingestellt. Aber dass das irgendwie ein Ding ist, was man gar nicht erst in Angriff nehmen sollte. Das halte ich jetzt aber auch für aber sehr... Das ist ja so ein, aber das ist ja dieses, das ist, was Sie jetzt gerade sagen, ist, Strom kommt aus der Steckdose und es ist mir egal, wo er herkommt. Also Sie werden ja nicht ernsthaft sagen, dass es Ihnen egal ist, ob wir jetzt hier Kohlestrom in unser grünes Elektrofahrrad stecken oder in unseren Tesla oder in unsere Wasserstoffproduktion. Also das muss ja eine Rolle spielen, was wir da importieren, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen. Ja, das spielt ja auch eine Rolle. Ich meine nur, das ist ja alles gerade im Aufbau. Genauso wie Sie jetzt sagen, die Fusionsenergie steht am Anfang bei Marvel Fusion mit unserem Konzept und wir trauen uns das zu, ist es jetzt realistisch zu sagen, wenn wir jetzt die Infrastruktur aufbauen, dann kann das funktionieren. Ob das dann 2040 noch funktioniert, aber dass wir erstmal Step by Step das immer weiter schaffen mit Blick auf den Kohleausstieg, da müssen halt jetzt Dinge für passieren. Aber Sie haben das so dargestellt, als wäre das unrealistisch. Das halte ich in Herr Schmidt schwierig. Möchte was dazu sagen. Lassen wir ihn uns doch gerade. Ja, also ich halte es das. Also erstmal, wir könnten mehr tun, ja. Wir können einfach wirklich viel mehr Renewables in Deutschland erzeugen und das wäre doch der erste Schritt. So, jetzt ist natürlich komplett richtig, der Moritz hat recht, das würde nicht reichen. Aber lasst uns doch erstmal den ersten Schritt fordern und auch umsetzen. Es gibt ganz viele, lasst uns erstmal die Windkraftwerke, warum diese Abstandregelung, die ist völlig unsinnig. Viele Leute sagen, wir hätten aber gerne das Windkraftwerk, aber es darf nicht da sein, weil wir dicht dran wohnen. Da muss man einfach anders mit umgehen und da muss man auch genauer hinschauen. Und lass uns doch erstmal diese Dinge versuchen. Ja, wir haben eine Abschaltquote von einigen Windkraftwerken, die liegt über 30%. Ich würde schon sagen, das ist eine ziemlich harte Nummer. Also es gibt sogar welche, die haben noch höhere Abschaltquoten in Brandenburg. Wenn man da sich Gedanken macht, wie man diese Dinge löst, könnte man sicherlich. Da muss man auch auf den Netzbetreiber schauen und fragen, wieso kaufst du zur gleichen Zeit noch, wenn du da abschaltest, kaufst du woanders noch Strom ein. Also da muss man sich, da fehlt es an vielen Ecken und Enden. Ja. Also ich denke, wir sollten einfach ein bisschen verantwortlicher umgehen. Wir werden eine Zeit haben, wo wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Häuser warm bekommen. Ja. Also es wird nicht gehen ohne Kompromisse. Ich bin damit komplett einverstanden. Ja. Also Nord Stream, also bitteschön. Ja. Also ich bin da völlig unpolitisch. Ich glaube, das ist sogar wichtig. Aber bitte, aber auch auf jeden Fall keine Lügen. Und deshalb fand ich den Artikel gut. Es lohnt nicht, was Falsches zu erzählen, wenn die Wissenschaft und das reine Zahlenmaterial was anderes sagt. Also lass uns das mal ganz ernst angucken, wohin wir laufen mit unserer Energiewirtschaft. Ja, und da gibt es viele Optionen, wenn wir mal dieses entdogmatisieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu schaffen.
entdogmatisieren, da möchte ich jetzt gerne einmal ganz kurz auf eine Frage zurückkommen und die dem Jürgen stellen, die schon ein bisschen vorher gelaufen ist. Und zwar geht es da um Förderprogramme und die Politik. Sie haben es gerade schon gesagt, Nord Stream ist ein Politikum, da geht es nicht nur um Energie, sondern da spielen noch viele andere Faktoren rein. Es wurde gerade, lieber Jürgen, eine Frage oder vor kurzem eine Frage nach Förderprogrammen gestellt, die in Deutschland oder der Hinweis, vielleicht müsste es ein Gesamt zu Förderprogramm für Energie-Startups und Investitionen in Technik geben, wenn ich das für Energie natürlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie siehst du denn da eigentlich die Situation in Deutschland? Macht die Politik ausreichend? Müssten wir da mehr machen? Also die Frage ist jetzt speziell auf Startups bezogen und welche Chancen Unternehmen... Generell, sagen wir mal, die Förderung von Technologien und Innovationen im Energiebereich, wo darunter natürlich auch Startups fallen würden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich meine, unsere Förderung ist ja über das EEG wirklich seit Jahrzehnten halt nur auf das Angebot ausgerichtet. Praktisch, wir setzen eigentlich nur darauf an, was weiß ich, an der Strom, der produziert wird, da liegt vieles im Argen. Das ist ja auch eben einer der Gründe, warum wir in so eine Lücke reinlaufen, weil wir da durchaus, glaube ich, noch bessere Ansätze setzen müssen. Aber so was jetzt direkt so die Bedingungen angeht, wie Unternehmen, welche Chancen sie haben, auf den Markt zu kommen, wie sie unterstützt werden, ich glaube, dass wir da zwei gute Beispiele am virtuellen Tisch sitzen haben, die wahrscheinlich die Frage besser beantworten könnten, vermute ich mal. Ja, dann, wenn sich da jemand von berufen fühlt, go first. Na, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, ich glaube, wir haben in Europa eine große Chance, Energie, CO2-freie Energie und Speichermedien weltweit uns da vorne dran zu setzen und diese Entwicklung zu treiben. Und ich glaube, sowohl auf Ebene der EU als auch bei den Ländern, ich kenne es jetzt speziell in Frankreich und in Deutschland, passiert sehr viel, aber auch die Industrieunternehmen wissen, dass sie diese Transformation mit unterstützen müssen und begleiten müssen. Und das tun sie jetzt auch. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Man darf nicht vergessen, dass wir in speziell unserem Fall einige Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel Laser, ist Europa derzeit führend. Und diesen Vorsprung in diesen Enabling Technologies, den müssen wir nutzen, um solche Innovationen voranzutreiben. Das Gleiche gilt für zum Beispiel Effizienz in der Elektrolyse. Auch das hat einen riesen Sprung gemacht nochmal. Und ich glaube, da kann man weiter dran anknüpfen. Mhm. Bevor ich jetzt eine Frage an Herrn Hauner stelle, weil es kommen jetzt auch noch einige Fragen zum Thema Stromspeicherung, wo dich dann auch noch mich die Einschätzung von Katrin und Jürgen interessieren würde. Es gab zwei, drei Fragen. Was kostet Ihr Fusionsreaktor? Eine andere war, wie viel wollen Sie in den nächsten 10 Jahren investieren? Also wir wollen jetzt etwa 30 Millionen investieren in den Umbau dieser bestehenden Laseranlage. Die steht auch in Europa, um die Physik mit Nettoenergiegewinn zeigen zu können. Wir werden etwa 3 Milliarden Euro in einen Prototyp investieren. Die kommerzialisierten Kraftwerke sollen zwischen 1 und 5 Gigawatt Leistung bringen, Markteintritt, speziell bei Großverbrauchern in der Industrie, wo solche Mengen gebraucht werden, oder eben in der Elektrolyse für Wasserstoff. Wir planen, dass wir entsprechende Skalierungseffekte in der Industrialisierung mitnehmen können. Das heißt, dass wir 1 Gigawatt Leistung deutlich unter 1 Milliarde Entstehungs- oder Baukosten ermöglichen wollen. Und je mehr das Kraftwerk leistet, desto mehr wollen wir von diesen Skalierungseffekten dann auch profitieren. Wir haben im Betrieb haben wir vor allen Dingen Laserglas als Verschleißteil. 400 Kilogramm Treibstoff fällt nicht wirklich ins Gewicht. Bohr 11 ist für die nächsten Zehntausenden von Jahren verfügbar und wir peilen an, dass wir mittelfristig 5 Cent pro Kilowattstunde damit treffen, um dann eben auch wettbewerbsfähig gegen Solar und Storage sein zu können, und sehen uns da als Ergänzung in diesen zukünftigen Renewables-Märkten, dass wir eben die hochdichte Energiequelle sind für die industriellen Prozesse, die auf verlässliche Grundlast dann auch angewiesen sind.
Ganz herzlichen Dank, Herr Hauner. Zum Thema Speicherung. Ich weiß, wir hatten es eben schon gesprochen. Ich frage jetzt mal eine ganz, ganz platte Frage. Wenn wir über die Stromsicherheit in Zukunft, auch unter dem Bezug, dass natürlich Erneuerbaren dezentral produziert werden und so weiter, die Speicherung auf Ihre Agenda, wenn Sie 10 Punkte haben, wie viel Punkte Ihrer Aufmerksamkeit geben Sie Speichern? Ja, ich glaube, die Speicherung, das heißt, die Speicherung als Mittel dafür, eine grundlastfähige Energieversorgung auch sicherzustellen, ist so ein bisschen der heilige Gral natürlich der Energiewende. Das heißt, wenn wir 10 Punkte haben, dann würde ich schon sagen, dass das nur eine 7 und 8 ist. Ne? Wohl wissend, dass natürlich erstmal die Zur Verfügungstellung von Primärenergie, erneuerbarer Primärenergie, das Allerwichtigste ist. Aber direkt im Anschluss sprechen wir dann über Integration dieser Energie in die Industrie und auch die Speicherung, damit sie nachhaltig zur Verfügung gestellt werden kann. Also wirklich eine der wichtigsten Fragen der Energiewende. Was ist Ihr größter Bauchschmerz da? Am Schluss geht es natürlich einerseits die Technologiereife. Das heißt, wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Fortschritte beim Thema Batterie gemacht. Aber auch die Batterie wird nicht alle Probleme lösen können. Die ist als Kurzfristspeicher mit Sicherheit sehr sinnvoll. Aber wir sprechen ja auch darüber, Tagesspeicher, Wochenspeicher zu haben und wirklich große Mengen saisonal auszubalancieren. Und da brauchen wir natürlich neue Technologien. Da kann der Wasserstoff ein Element sein. Aber wir gucken uns auch andere unkonventionelle Speichertechnologien an und auch das Thema neue Batterietechnologien, wie zum Beispiel Flow-Batterien, die sozusagen größere Energievolumina vielleicht auch aufnehmen können. Das heißt, ein sehr wichtiges Thema, was hoch bei uns im Kurs ist. Mhm. Jürgen, würdest du sagen, das ist dass das, was Herr Hauner gerade gesagt hat, irgendwie du auch in der Gesamtindustrie, in der Gesamtbranche irgendwie so beschreiben könntest? Du meinst, dass Speicher so das Grundproblem sind? Oder? Mhm. Ja, nee, also definitiv. Ich meine, das ist halt einfach die Grundfrage, wenn du mit erneuerbaren Energien arbeitest, hast du das schwankenden Angebots und das muss das im Einklang bringen. Und das sind Speicher, wären halt die optimale Lösung. Und ich glaube aber, dass, ich meine, das Stichwort Wasserstoff ist ja regelmäßig gefallen. Ich glaube, das ist, also wenn es uns gelingt, Wasserstoff kostengünstig herzustellen mit genug erneuerbaren Energien, da haben wir eine optimale Speichermöglichkeit gefunden. Mhm. Katrin, erneuerbare Energien, auch da kam jetzt gerade wieder eine Frage. Die Frage ist, ich lese immer häufiger Artikel, in denen Gemeinden aufgrund von Bürgerprotesten etc. Windparks doch nicht realisieren. Du hast heute in der Ausgabe dich nochmal ganz intensiv auch mit dem Thema Wind beschäftigt. Wie kann diesem Trend begegnet werden oder muss das Klagerecht eingeschränkt werden, um das Klimaziel 2030 zu erreichen? Das ist natürlich eine sehr konkrete Frage, aber vielleicht hast du dazu was gehört. Ja, auf dem Meer haben wir uns heute damit beschäftigt, da gibt es nämlich solche Sachen nicht, wie Bürgerproteste, nein, noch nicht. Und das ist ein ganz großes Thema seit Jahren und die Politik hat sich tatsächlich auch damit beschäftigt oder beschäftigt sich immer wieder damit. Es gibt jetzt Ansätze, dass man eben wieder mehr Bürgerwindprojekte macht, das heißt, die Bürger werden vor Ort an den Gewinnen oder Umsätzen, die diese Windanlage macht, dieser Windpark, die werden direkt beteiligt und das ist auch das, was ich in den letzten Jahren in Gesprächen mit Bürgern, mit Windkritikern und mit Initiativen festgestellt habe. Das ist einfach das wichtigste Thema auch für Anwohner, dass die da mitgenommen werden, dass man nicht auf einmal gesagt bekommt, so, wir stellen jetzt hier ein Windrad hin. Das ist für viele ein harter Einschnitt, nicht nur optisch. Viele haben auch Angst vor Gesundheitsgefahren, obwohl das jetzt tatsächlich revidiert wurde oder revidiert werden musste. Und also was den Infrastall angeht, aber dass es gibt ganz, ganz viele Punkte, die man sich, glaube ich, auch anhören muss. Und in Deutschland stehen einfach so viele Windräder wie in noch keinem anderen Land in Europa und auf der Welt teilweise. Und das ist schon ziemlich voll hier. Und ich finde, da muss man die Bürger auch ernst nehmen. Ich halte auch nichts von dieser pauschalen Abstandsregelung. Das kann natürlich auch nicht die Lösung sein, dass man ins andere Extrem geht. Aber der Dialog, der ist ganz, ganz lange stehen geblieben und vernachlässigt worden. Und da muss einfach viel, viel mehr passieren von Unternehmen, von Politik, damit das wieder besser läuft. Weil im Moment ist es wirklich dramatisch, die Situation an Land. Also das ist keine Untertreibung. Sag doch nochmal ganz, ganz konkret, was könnten Unternehmen noch mehr machen? Ja, also für die Unternehmen, also viele machen das schon, die Projektierer und Betreiber, naja, hauptsächlich Projektierer gehen oft schon in die Gemeinden rein und reden mit denen, wenn das Lokale sind. Wir haben aber natürlich auch ganz viele große Projektierer, die da vielleicht weniger in die Kommunikation gehen oder auch mal Energiekonzerne, die Windräder aufstellen.
die da vielleicht nicht so mehr in den Dialog gehen manchmal. Das ist nicht zu pauschalisieren, aber einfach dieses mehr aufeinander zugehen, den Bürgern eine Chance geben, sich zu beteiligen, ob das jetzt finanziell ist oder in anderer Natur, aber sich auch die Sorgen ernst nehmen und nicht alles nur wegwischen, nur weil es heißt jetzt, wir brauchen jetzt die Energiewende, auf Teufel komm raus. Stimmt zwar, aber so passiert sie halt nicht. Und da müssen dann, da muss einfach mehr Dialog her. Mhm. Ja, also es zeigt, Entschuldigung, aber das bitte ist gerne. Natürlich auch gut für die Kommunen. Also ich meine, wir haben eine Standortentscheidung in Deutschland gehabt hinter uns, die, wo es darum ging, wo packen wir unser neues Werk hin, wo wir 10.000 Elektrolyser im Monat bauen. Und die Entscheidung fiel auf die Klimakommune Saarbeck in Nordrhein-Westfalen. Und warum? Weil dort die Bürger es geschafft haben, Solar und Wind im großen Maßstab selbst zu produzieren, und zwar so viel, dass wir 100%ig aus diesem Strom und diesem Wind auch die Elektrolyse bauen können. Das, was für uns Voraussetzung war. Die hatten noch ein anderes Gelände, wo ein Windkraftwerk unmittelbar auf dem Gelände stand. Das war in Schleswig-Holstein. Und die waren dann wirklich auch die letzten beiden, die ganz eng in der Auswahl waren. Und ich glaube, das ist auch eine Standortentscheidung in der Zukunft für viele Unternehmen, die so denken wie wir, dass man versucht, auch wirklich im Bereich von der Kreislaufwirtschaft sich Gebiete auszusuchen, wo genau so gedacht wird. Mhm. Aber ich glaube, es zeigt natürlich auch, dass wir in so einer vermeintlich frühen Phase der Energiewende schon so wenig soziale Akzeptanz für den weiteren Ausbau haben, dass wir wahrscheinlich über Energieimporte nicht drumherum kommen. Das heißt, wir werden diese geografischen Potenziale nicht haben, um das auf Basis von fluktuierender erneuerbarer Solar und Wind zu machen. Natürlich freuen wir uns, wenn die Fusionstechnologie kommt und einen Großteil des Problems der baseloadfähigen Stromerzeugung ermöglicht. Aber ich glaube, wenn das nicht Realität wird kurzfristig, dann werden wir weiterhin Energie importieren müssen. Natürlich muss die einen kleineren CO2-Fußabdruck haben. Und das ist jetzt, als Juniper uns natürlich angucken, auch wirklich globale Wertschöpfungsketten für das Thema Wasserstoff und wasserstoffbasierte Energieträger zu öffnen, um diese Lücke zu schließen. Herr Hörner, dann gebe ich Ihnen direkt die Frage weiter. Haben wir denn die Infrastruktur für den erforderlichen Stromimport? Ich glaube, für den Stromimport nicht. Und ich glaube, deshalb muss man über andere Trägermaterialien nachdenken. Und da sprechen wir natürlich über das Thema Wasserstoff. Hier gibt es große Anstrengungen, auch wirklich ein Backbone in Europa aufzubauen und internationalen Transport über Pipeline zu ermöglichen. Und wir gucken uns natürlich auch an, wie man noch weitergehende Trägermaterialien, wasserstoffbasierte Commodities, Methanol, Kerosin, Ammonia einsetzen kann, um diese Lücken zu schließen, um auch den See zu öffnen. Und ich glaube, das ist ein Großteil unserer Anstrengungen, wirklich Energieimporte zu ermöglichen. Ja, hoffentlich bis zu dem Punkt, dass wir eine baseloadfähige Fusionstechnologie haben, die dann einen Großteil des Problems löst. Ich würde da kurz noch mal was nachfragen, weil die Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff steht ja auch noch nicht. Die muss ja auch erst gebaut werden. Nur um nochmal auf dieses Stück von gestern einzugehen. Oder kann man tatsächlich Gaspipelines so umbauen, dass die 100% grünen Wasserstoff transportieren können dann? Natürlich kann man Gaspipelines einerseits bauen. Also wir haben heute eine Wasserstofftransportinfrastruktur in Deutschland, in verschiedenen Regionen, insbesondere bei den Chemieclustern. Und es gibt auch große Potenziale, die bestehende Gasinfrastruktur für einen Großteil an Wasserstoff umzusetzen. Es braucht technische Begleitmaßnahmen natürlich und wird auch Kosten verursachen, aber das kann ein Lösungsweg sein. Herr Horner. Aber das ist extrem teuer, oder nicht, Sebastian? Das muss doch Blei ummantelt werden für Wasserstoff. Was sind da die Anforderungen an so eine Pipeline? Nee, also zum Beispiel die Nord Stream 2, also wo wir schon darüber gesprochen haben, die ist zum Beispiel komplett wasserstofffähig. Also da steht in den Specs drin, so wie gebaut wird. Also das ist, viele der Pipelines, die jetzt gebaut werden, sind automatisch auch wasserstofffähig. Aber was heißt auch wasserstofffähig? Heißt 100%? Oder reden wir jetzt wieder nur von diesen 20%, die... Nein, 100%. 100%, ja. Die Frage der Kosten ist auch gerade bei den Fragen aufgetaucht. An der Stelle möchte ich nochmal, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie so viele Fragen stellen und auch kommentieren. Wir würden sehr gerne alle Fragen beantworten. Ich glaube, wir werden das heute nicht schaffen. Wir machen es aber dann einfach nochmal und dann gehen wir auf die anderen Fragen auch noch ein. Leider sind wir einfach da zeitlich beschränkt. Ich würde aber gerne den Jürgen nochmal fragen, der ja schon so lange über die Energiepolitik schreibt und da vielleicht einen guten Überblick hat. Und zwar ist die Aussage, unsere Wunschliste, die wir hier diskutieren, ist lang.
Aber wir haben nach wie vor bereits die höchsten Energiepreise in Europa und viele der hier diskutierten Lösungen sind noch nicht realisiert. Und deswegen wundert sich der Timer, dass wir noch nicht intensiv genug über Kosten gesprochen haben. Dann lass uns über Kosten sprechen. Kann die deutsche Energiebranche das leisten? Können wir uns als deutsche Volkswirtschaft das leisten? Die Frage ist jetzt, was mit Kosten gemeint ist. Also die Investitionen wahrscheinlich in Infrastruktur, in Dinge. Neue Technologien, genau. Wenn es Kosten dafür gibt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Wasserstoff ausgehen. Ich meine, wir brauchen eine Wasserstoffinfrastruktur, wir müssen es herstellen. Aber ganz ehrlich, da gibt es auch eine Nachfrage für. Also es gibt eine gigantische Nachfrage der Industrie, Also da wird es einen Markt geben. Die entscheidende Frage ist halt nur, gelingt es uns, den Wasserstoff so günstig herzustellen, dass er dass die Industrie ihn auch abnehmen kann zu einem vernünftigen Ding. Und dann werden die eben die Infrastruktur produzieren, die Elektrolyseure produzieren, dann werden die auch die Kosten tragen können. Es muss halt werden, glaube ich, genau in dem Bereich. Also wir können das immer so sehen, so Fossil Fuel, wenn Sie so ein Fossil Fuel, so ein Barrel Fossil Fuel bergen aus der Nordsee, ja, das kostet uns ungefähr im Augenblick, wenn Sie gucken, so auf den Spotmarkt, glaube ich, Stand heute 68 US-Dollar, so ein Barrel sind 159 Liter, das kommt dann auf einen Preis von ungefähr ein bisschen über 40 Cent pro Liter. Ein Liter Fossil Fuel enthält Lower Heating Value 9 Kilowatt die Stunde ungefähr, je nachdem, wo es herkommt, welche Klasse. Und Wasserstoff enthält pro Kilogramm, wenn Sie das also verdichten und wiegen, 33,3 Kilowatt Lower Heating Value, also dreimal so viel. Das heißt, wenn wir also als Ziel haben 1,50 Euro Capex, dann liegt das schon ziemlich dicht an dem Brennwert von Fossil Fuel. Und das ist das Ziel, was die Industrie hat. Also wir haben es für 23, die andere machen das 24. Das ist das, was wir erreichen wollen mit unseren Massenfertigungen. Und wenige Jahre danach wollen wir natürlich den Preis nochmal deutlich senken. 50 Cent. Wenn wir dann davon ausgehen, dass wir die Fusion-Reaktoren verwenden, dann 5 Cent pro Kilowatt, habe ich das vorhin gehört. Solarpreise fallen noch ein bisschen drunter, aber die laufen nicht immer in der Nacht natürlich, zum Beispiel, wo die Sonne nicht scheint. Dann kommen wir auf Preise von ungefähr 2 bis 3 Kilogramm, Euro pro Kilogramm. Und das sind natürlich komplett wettbewerbsfähige Preise. Da brauchen wir dann keine Erdölförderung mehr. Da können wir dann jeder übrigens, der dann selbst Wasserstoff erzeugt mit modularen Elektrolysern, kann selbst Dienst spielen und sozusagen sich seine Energie selbst schaffen und die auch dann günstig speichern. Eine Ergänzung vielleicht noch dazu, ist absolut richtig. Ne? Ich glaube, wir müssen uns das leisten wollen. Das Problem ist, dass in den letzten 10 Jahren das Geld oft in Bereichen eingesetzt worden ist, wo, wie ja auch dem Artikel zu entnehmen ist, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt worden sind. Und man kann ja... Über Fusion kann man diskutieren, wie lange ist das weg und kriegen wir das hin? Ich glaube, wir sind an einem einzigartigen Zeitpunkt, wo Lasertechnologie und die Technologie für diese Pellets nanostrukturiert das jetzt möglich machen. Der andere Blickwinkel ist, wenn wir 600 Milliarden in die Energiewende investieren, dann sollte es uns vielleicht 500 Millionen oder 1 Milliarde wert sein, solche Wege zu gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Renewables, Wasserstoff, Kerosin, andere Träger, die wir deutlich besser oder effizienter hätten einsetzen können, heute schon, als wir das zum Teil in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Und ich glaube, da ist es Aufgabe der Politik, stärker auch dann Industrie und Lösungsanbieter mit einzubauen in solche Konzepte, um dann auch aus dem investierten Euro das Maximum rauszuholen. Sehr gut. Das würde ich jetzt als Aufgabe mitnehmen an die Politik. Ich würde an dieser Stelle mich gerne bei Ihnen allen herzlich bedanken, auch bei Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, wir machen solche Formate auf jeden Fall nochmal wieder. Man sieht es schon. Es gibt einiges an Diskussionsbedarf. Ich kann jetzt auch noch ganz kleinen Mini-Werbeblock loslassen hier.
Bleiben Sie dabei. Wir haben den Wasserstoffgipfel, wo wir über viele von diesen Themen sprechen werden Ende Mai. Und da werden wir natürlich auch über die Frage der Kosten, der Infrastruktur, der Importe und so weiter sprechen. Aber wir haben natürlich auch in unserer Innovation Week noch einiges an spannenden Programmen für Sie. Wir machen morgen eine Mini-Pause. Dafür kommen wir dann Donnerstag mit gleich zwei Themen zurück. Wir haben einmal Herbert Dies im Gespräch mit Sebastian Mattes, der seinen Live-Podcast Handelsblatt Disrupt aufnehmen wird. Falls Sie unter anderem neben der Energiebranche auch noch Interesse an Innovationen in der im Automobilbereich haben. Wir sprechen aber zum Beispiel auch bei The Spark Inspiration in diesem Jahr über das Thema Net Zero Emission. Das heißt, da sind wir auch ganz nah bei Ihnen dran, haben wir auch ganz viele spannende Teilnehmer. Kann ich Sie herzlich zu einladen, 12.30 Uhr. Gleiche Programm, fast gleiche Uhrzeit wie heute. Und dann am Freitag haben wir unseren großen Innovation Summit, zu denen ich Sie auch ganz herzlich einladen möchte. All das ist für Sie natürlich kostenlos, kostenfrei. Melden Sie sich gerne an oder schicken Sie uns auch gerne Rückmeldung zu all dem, was wir hier tun. Ja, wir haben jetzt eine Minute, zwei Minuten überzogen, was daran liegt, dass ich am Anfang ganz kurz stumm war. Auch das passiert. Ja, vielen herzlichen Dank an alle. Schön, dass Sie dabei waren. Schicken Sie uns Rückmeldungen und wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Die Lunchpause ist nun vorbei. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Alles Gute.